So, hier. Gute Arbeit mit dem Fang. Hoffe, du bist mit der Belohnung zufrieden. Ich schicke dir bald die Angabe zum nächsten, der abgehauen ist. Okay. Gut. Wo bist du jetzt? Lass uns mal wieder treffen. Nein, ich komme mit Motorrad. Ja, ich bin am anderen Arsch der Welt. Ich komme zu dir. Ich komme in die Stadt, okay? Also, lass uns irgendwie in der Mitte treffen. Ich fahre jetzt Richtung Stadt, okay? Kann er was anderes sagen, außer du Arschloch? Genau. Mal gucken, ob du jetzt vielleicht den ersten holen kannst, weil ich habe den jetzt weggebracht und krieg demnächst den nächsten Auftrag. Vielleicht kriegst du dann jetzt wieder die SMS von ihr. Vielleicht wirbt sie dich dann jetzt auch an. Jetzt habe ich wieder 11.000 auf meinem Bankkonto. Ja, ich habe schon 17.000, weil ich habe ja erst so gut wie kein Geld ausgegeben für die Waffen. Ich habe gerade 10.000 bekommen von der Tante, weil ich ihn abgeliefert habe. Hätte ich ihn umgebracht, hätte ich nämlich bloß 5.000 bekommen. Weißt du? Aber ich habe schon wieder, ich habe auf dem Weg schon die nächste Geldeinnahmequelle gesehen, um die ich mich jetzt kümmern werde. Und jetzt bin ich Level 3. Was, du bist gleich Level 3? Ich bin fast Level 2 erst. Alter. Ah. Was will die von mir? Weißt du? What? Hä? Gerade wollte eine Frau aus der Tür gehen, ne? Genau in dem Moment. Das war immer so richtig random. Ich bin gerade in den Laden gegangen, ne? Genau in dem Moment wollte eine Frau aus der Tür gehen. Ich bin gegen sie gelaufen. Aus Versehen, ne? Dann stand die auf einmal wieder im Laden, sagte erstmal, kein Will, no way. Dann stand ich da einfach bloß, hä, was will die jetzt von mir? Ich ruf die Cops! Ich hab nicht mal was gemacht. Ups. Ja gut, das ist. Das ist mir jetzt. Mal ganz kurz. Wie kann man ausrauben? Falsche Kasse? Ah, falsche Kasse erwischt. Lol. Okay, so. Ist das gut viel Geld, Digga. Mal gucken, ob die Cops mich finden. Ich verstecke mich im Hinterraum. Ich stehe jetzt einmal im Hinterraum. Im Hinterzimmer. Mal gucken, ob ich gefunden werde. Mist, die kommen hier rein. Gut. Ich bin zwar fast tot, aber ich habe zwei Cops umgebracht. Oh, die hat Munition dabei. Jetzt bin ich tot. Oh, wir sind gleichzeitig gestorben. Ich habe einen coolen Wagen gefunden. Ich Den nehme könnte ich mir eine jetzt mit. Garage, ich könnte mir jetzt eine Garage schon leisten, aber mach ich nicht. Für 25.000, ja, das bringt nichts. Lass uns für 100.000 eine Immobilie kaufen. Ich weiß, es gibt für ungefähr 100.000 gibt's die billigste Immobilie. Lass die holen. Also wir versuchen irgendwie erstmal Geld zu farmen, weißt Und so die. Mann, jetzt haben wir Geld verloren. Ja, Mann. deswegen überweise ich das ganz schnell. Ja, Sobald ich den hab ich Laden doch mit der überfallen habe. Karte eine. Deswegen habe ich den Typen erschossen und das Geld schnell überwiesen. Jetzt mach ich jetzt, ich habe das Geld doch nicht verloren, ich überweise jetzt schnell. Finanzen Ich und glaube, du Dienste. verlierst, wenn du nicht von jemandem erschossen bist, bloß ein Teil. 600 Euro. Ja, Dollar. eins. Euro gibt's hier nicht. Da haben wir auch egal, Alter. Ich überfalle den nächsten. Hups. Pistole ausgerutscht. Hallo, Lol. mein Süßer.
Und jetzt raus aus weißt du, was deinem geht? Wagen. Oh, jetzt sag jetzt nicht, der Typ liegt einfach im Weg rum. Aber. Ich muss erstmal über den Typen springen, der liegt mir einfach im Weg. Oder Ich höre ich muss nebenbei den scheiß Hocker spannende Musik. umtreten. Oh! Ich hab meinen Rang erhöht! Aber weißt du, was geht, was mir GTA gerade gesagt hat? Hätte ich jetzt ein Headset an GTA angeschlossen, ne? Ich kann den Kassierer anschreien, damit er schneller das Geld einfüllt. Also ich kann hier so rumschreien, damit er mir schneller das Geld gibt. Das soll gehen. Geht Habe ich aber auch gerade auf gesehen. PS4. Ja. Hat er mir gerade gesagt. Ich, ne? Nee, jetzt hör nicht aus. Nee, jetzt steige ich nicht aus. Jetzt ist gerade bla 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 im Radio. Joker Auf, Expert. Bitch. Vor allem, Zockst ich du hatte gerade auf mein Geld. Xbox? Weißt du, vor allem, ich hatte mein Geld überwiesen, ne? Und dann habe ich gerade wieder rausgescrollt. Dann habe ich mich einfach da so hingestellt. Dann kam der Polizei rein, Polizist rein. Son of a Bitch ist ein Stück zurückgetreten, hat mich dann mit der Schrotflinte erschossen. Guten Tag. Darf ich hier mal hinkommen? Guten Tag. Okay. Klar, einfach eine Waffe. Ja gut. Der Typ hätte einfach eine Waffe gehabt, hätte ich nicht vorher geschossen. Bei mir im Radio ist Ey, AWF das war Photoshop. ein sehr erfolgreicher Überfall, weißt du? Soll ich dir mal erklären, warum? Warum? Ich habe den Typen ja schon vorher angeschossen, da habe ich einen Stern bekommen. Und dann habe ich ihn auch umgebracht. Man wollte sich gerade das Geld überweisen. Weißt du, was mein Pech war? Irgendwie 100 Meter neben dem Laden lief gerade eine Polizistin rum. Und in der Oh. Zwischenzeit, wenn ich ihn erschossen habe und alles nur das Geld genommen habe, ist die hingelaufen gekommen und hat mich dann erschossen. Okay. Ich weiß ja nicht, was du so machst, aber ich glaube, ich kaufe mir jetzt erstmal ein paar vernünftige Klamotten. Wollen wir uns am Klamottenladen treffen, um uns mal ein bisschen vernünftige Kleidung Ich zu bin besorgen? auf dem Raubüberfall. Ja, einen richtigen Raubüberfall können wir erst machen, wenn wir ein Apartment haben, deswegen. Na, Sonst ich lass weiß, ich uns. bin gerade in einem Pinko-Asi-Shop. Ja? Deine Mutter. Wollen wir uns sonst mal beim Klamottenladen treffen? Bei dem, der hier so am Strand ist, so halt. Ja, ich guck gerade, wo ist überhaupt ein Klamottenladen? Viele Details. Ah. Wo bist du eigentlich gerade? Ah, du bist in diesem Wie bei so einem Binko-Shop, ne? Bingo-Asi-Shop. Ja, sonst bleibt man da und ich komme gleich dahin. Also ich stand hier auf der Straße und habe mir gerade die Karte angeguckt, ne? Wegen Klamottenladen und so, ne? Dann kam da auf einmal jemand angefahren, der hat mich einfach überfahren. Und Ich jetzt stand vor einfach allem mitten schon auf der mal bei Straße dir. und dann wurde ich auf einmal von jemandem überfahren. Aber ich glaube, obwohl der Klamottenladen ist gleich hier vorne. Okay, ich überfall den Laden später. Hier vorne ist noch ein Laden zum Überfallen, aber. Ich glaube, ich kaufe mir erst neue Klamotten und dann fahre ich hier nochmal zurück. Und dann holt er sich sein Geld wieder. Ja, obwohl der Klamottenladen ist, glaube ich, auch hier. Ja, es ist beides auf einer Ecke. Also gehe ich mir jetzt, es ist beides direkt nebeneinander. Das heißt, ich gehe mir erst Klamotten kaufen. Und dann überfahre ich den Laden daneben. Denn wie ich erfahren habe, mein Auto bleibt ja eh immer Ey! stehen. Jetzt gehe ich. Oh, ich kaufe mir Jetzt sollen wir rum, weil die Frauenkleider. Bullen hier sind, ne? Ey, ich kaufe mir jetzt Frauenkleider. Nee, kann ich ja gar nicht. Um die Oberteile anzusehen. Oh, die gibt's gar nicht. Sackos. Lederjacken? Nein, ich will keine Jacke. Ich will immer noch keine Jacke.
T-Shirts. Und, oh, ja. Was war das für eine hässliche Hose? Erstmal nur Geld ausrauben. Erstmal Geld ausrauben, wie geht das denn? Hier gibt's auch hässliche Jeanshosen in GTA 5, ne? Fällt mir gerade mal so auf, was für hässliche Sachen es hier gibt. Nein, Mann, ich kann nicht einschalten, die Bullen sind zu dumm. Was meinst du, was soll ich mir kaufen? Jetzt habe ich wieder eine Tausender verloren. Meinst du, ich soll mir blaue Punkte-Boxershorts holen? Kauf dir, was du willst. Ich frag dich doch bloß. Ich kauf mir das da. Jetzt immer wieder Geld einzahlen, dann fahr ich zu Dings und... Einzahlung. Jetzt muss ich mir bloß noch irgendwie gucken, dass ich diese hässlichen Flipflops loswerde. So. Ich habe mich umgezogen. Oh. Jetzt, meine Kleidung gefällt mir schon viel besser. Ich wollte gerade schon sagen, mein Monster Truck ist weg, aber nee, er steht noch da. Kann man eine Bank überfallen? Nee. Anscheinend nicht. Ich überfalle jetzt den Drecksladen neben der Bank. Alter, kannst du dir das vorstellen? Im Laden arbeitet mal kein Inder. Moin, Jürgen. Er möchte keinen Ärger, aber ich habe ihn einfach mal erschossen. Ich frage mich gerade, wo ich das ganze Geld hinstecke.